Hallo miteinander und willkommen zur blumigen Folge Minecraft zum Fort. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, Hanne, und mit mir die neue Folge Minecraft zum Fort angeguckt, beziehungsweise ich spiele, ihr guckt zu, wie immer halt. Ja, in der letzten Folge haben wir da Hanne die Brücke gebaut, so stufig. Ja, ich habe sie ein bisschen ausgeschmückt noch, beleuchtet mit ein paar Blämle, dass das Ganze schön aussieht. Ist halt einfach ein bisschen Zierde. Und ich habe noch weiter gebaut und deshalb steht der Hanne auf der anderen Seite, am anderen Ufer, jetzt auch schon ein Haus. Ja, und wie man sieht, fehlt bei dem Haus im Gegensatz zu der Brücke noch ein Stilmittel, das sich Blume nennt. Und das will man natürlich halt ändern. Schließlich soll alles schön beblumt sein. Und ja, es macht auch gleich einen viel besseren Eindruck, wenn da Hanne auf der Fensterbank einfach mal zack und zack zwei Blämler standen. Gucken wir es uns an. Da sieht man es. Rot und ein weißes Blämle. Und so schmücken wir halt die ganze Folge der Hannes Grundstück. Wer das nicht sehr will, der ist ein bisschen fehl am Platz. Wäre natürlich schade, aber ja, ich denke nicht, dass man in der Folge was anderes machen werde. Also gewöhnet euch drauf, stellt euch schon mal drauf ein. So, was nehmen wir denn da? Da kommt ein Gänseblümchen hin. Da haben wir keine Fensterbank, weil da eben was sonst dagegen rennt, wenn wir zu Tiere rauskommen. So, dann nutzt gleich ein bisschen komplex. Zack. Dann halt nicht. Gehen wir außenrum. So. Zack, zack, zack. Dann machen wir da eine. Schon mal ein bisschen von dem, bisschen von dem. Und dann noch was Gelbes zur Abwechslung. Naja. Natürlich hätte ich jetzt auch Schaufel ins Inventar nehmen können. Das wäre gar nicht so schlecht gewesen, aber was soll's. Oha. Oha. Da hat jemand einen Block weggenommen. Aha. Was auch übrigens eine Sache ist, da hat jemand angefangen, irgendwas zu bauen, was irgendwie, naja, wir sehen es ja selber, wie es aussieht. Hat auch Bäume nicht vollständig abbaut. Ja, dann habe ich gestern, also für euch vorgestern, da hat er nur den Weg gelegt, zusammen mit einem anderen Mitspieler. Und hab gedacht, ja gut, da kann man auch noch ein paar Häusler um den See rumbauen, dass es schön aussieht, aber, naja, zu spät komme, wie es die böse Zufallwelle hat, ist da schon jemand gekommen und hat was nachgebaut, was nicht so wunderschön ist, leider. Kann man nichts machen. Das da kommt er weg, da haben wir extra schönes rose Gebüsch für die Ecke. Und dann fehlen natürlich da noch Tüpfle. Was nehmen wir mal? Nehmen wir mal nochmal von dem. Und vielleicht von der, da haben wir noch gar nichts gesetzt. Ach ne, die Schweiß. Nehmen wir mal die rosa. So. Dann wäre das Haus zumindest mal schön dekoriert. Überall Blämle. Dann gehen wir aber auch gleich zum nächsten, weil, wie man sieht, da Hanne fehlt auch noch einiges. Machen wir uns mal da Hanne einen Weg. So. Upsala. Sollte man nur treffen, gut. Und dann kommt auch Blämle rein. Nehmen wir das da. Hallo, Herr Wildschau, was machst denn du? Okay. Weitermachen, hab gar nichts gesagt. Gelbes Blämle und oranges Blämle. Dahinter kommen wir bestimmt auch noch. Komm, dann nehmen wir mal ein blaues. Kommen wir nicht noch. Dann machen wir das von der anderen Seite.
So, da steht der Blämli, dort steht der Blämli. Okay. Dann gehen wir da, setze die. Da habe ich schon was. Na, wer da hat noch wieder was Schönes? Nehmen wir mal Orangis. Da Hanne. Was gehört da dann noch? Ja gut, ich fall halt oft wieder über auf die Alt-Rot-Blume zurück. Aber wir können natürlich auch mal was anderes nehmen. Die da zum Beispiel. Ja, dann da Hanne. Ist da noch was? Nee, noch nicht. Das da ist auch neu, glaub. Bin ich mich recht erinnert, der Balkon da. Habe ich aber schon länger geplant geht, also ist es jetzt einfach endlich umgesetzt worden, kann man sagen. Ob ich da eine Blumenkiste noch mache, glaube eher nicht. Da hätte man ja eigentlich eine schöne Aussicht. Eigentlich, wie gesagt, bisschen schade. Wäre ein Moderator da gewesen, hätte ich es mir gleich protecten lassen. So war es leider nicht möglich. Und jetzt ist halt der Platz anderweitig benutzt oder so. Verbaut ist ein bisschen gemein ausdrückt. Der hat sich bestimmt auch Mühe gegeben. Man sieht's halt nicht, aber, ja. Willi? Ja, hättest du bitte auf die Seite gehen? Ich möchte da noch. Wie, nö. Komm, geh weg. Kriegst du auch einen Schlotzer. Komm, da raus. Nein, meine. Der will nicht. Weißt du was? Dann machen wir das so. Ja, das siehst schon, was gleich passiert. Tschüss, Willi. Willst du was sagen? Nett? Ah, ade. Ja, man muss sich seinen Weg manchmal selber bahnen. Und dann können wir schon weitermachen. Da drüber fällt ein Blumentopf. Und dann, was haben wir dort jetzt? Orange und Gelb, dann nehmen wir da Hanne. Nehmen wir das und was nehmen wir noch? Nehmen wir die da. So, einmal zack. Und einmal zack. Dann haben wir das doch dekoriert. Oh, da Hanne fehlt noch. Da kommen wir natürlich jetzt schwer nach, da müssen wir von außen her nach. Aber sonst waren das, glaube ich, alle Fenster, obwohl. Das sind ja nicht mal Fenstersimse dran, ne? Das heißt, da bräuchten wir dann erstmal nur Holz. Aha, aha. Dort drüben fehlen noch Blämle. Die machen wir gleich. Ich mag schon den aufgucken. Ah, ganz oben. Das stimmt, da was mit dem Gleichgewicht nicht, aber die machen wir noch schnell nah da oben. Zack, zack, zack. Weg kennen wir ja mittlerweile. Und dann empor. So, 1, 2. Da hört's da auf, da hört's da nicht auf. Das ist komisch, aber das wäre genau das, was wir nachher brauchen von der. Hä? Eine Stufe? Wieso ist das Stufe? Merkwürdig. Gut. Dann nehmen wir doch da mal was Besonderes. Ein lila Schlotzer. So sieht's jedenfalls aus. Da das und ein weißes Dings da, eine weiße Tulpe. So, dann hätten wir das. Und hinter Gleichgewicht geschaffen. Dann geht's ratzifatz weiter. Wir haben nur jede Menge Blume zum Setzen, und zwar zum Beispiel dort oben. Ach so, wir brauchen Dreck. 1, 2. Oh, das war jetzt wieder die Sache. Gut, Nummer 1, zack, zack. Was haben wir da unten? Aua, das war nicht so geplant. Ach, vom Brunnen können wir auch drauf hopfen. Machen wir da das. Ein orangenes Blümelein. Dann bauen wir uns drüber. Zick, zack, zock. Und machen da Hanne einmal gelb. Und einmal dieses Rot.
Ach, und dann geht's da oben gerade weiter. 1, 2, 3. Obwohl wir da oben. Ja, egal, wir machen noch. Da könnte man sich ja die Fenstersims sparen, sonst sieht man gar nicht mehr aus dem Fenster raus. Aber sieht man, glaube ich, sowieso nicht wirklich. Jetzt haben wir da zweimal die gleiche, das ist natürlich nicht schön. Und auch nicht sonderlich schön ist, dass da jetzt der Blumenkübel liegt und man nicht mehr nachkommen. Aber vielleicht können wir das ändern, wenn wir da reingehen. Ja, heimann. Dann kommt doch da einfach mal gewagt eine blaue Pflanze. Und ich hole mir mal das Schieber. Und schieb mal da den Dreck weg. Zack, 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 zack. Und jetzt müssen wir noch dort nieber. Setzen wir die Dinger. Mach das. Und mache rosa Tulpe. So. Dreck muss weg. Okay, na ist da oben schon mal ein bisschen gräzeig. Sieht auch gleich viel schöner aus. Allerdings fehlt der Hanne noch. Nehme ich da Hanne einmal bei dem Haus auf. Da nicht, aber oben nochmal. So, dann machen wir den da mal blau noch. Den machen wir doch gleich mal rosa noch. Und eine gelbe. Und im anderen Gebäude eine orangene. Schaffen wir das dann über? Ja, schaffen wir. Können wir nämlich da auch gleich machen. Da oben gibt's nichts, das ist gut. Da hätte jetzt nämlich Aussicht beeinträchtigt sei. Und das würde man natürlich nicht. So. Dann wieder dann über irgendwie, wenn wir das nachkriegen. Oh, ja. Oh, da oben sind schon. Das hab ich jetzt natürlich vergessen, Kit. Über die lange Zeit, über die das Haus jetzt schon steht und nicht mehr weiterhin beachtet worden ist. Dann gehen wir halt auf das Haus noch. Und setzen zickzack. Einmal die da, einmal die da. Und den da können wir mal schlachten, der konnte nicht die Einwohner belästigen. Gut, dann haben wir da eine, haben wir da eine. Da vorne fehlt natürlich jetzt noch was, das machen wir auch gleich mit, wenn wir schon mal da sind. Zick, zack, 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 zack. Da drin haben wir schon eine rote. Auf der anderen Seite, also, da kommt eine lila eine. Die da vorne haben wir schon. Okay, dann können wir da runter. Wo aber auch noch nichts ist, bin mir ganz sicher, ist auf der anderen Seite von dem Haus. Da oben, auf den vier und der Hanne. Deshalb setzen wir da einfach ratzifatz auch nochmal welche nach. Und bauen uns nur der Hanne auf. 1, 2, 1, 2. Zack. 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 Ja, ich guck beim Blumen jetzt immer so ein bisschen, dass oh, da ist ja schon. Dass so gleich die Abwechslung drin ist. Dass nicht jedes Fenster gleich aussieht. Und dass nicht immer die gleiche Paarungen sind, also. Mal da rot-weiß, aber Tulpe-rot. Und da orange, rosa, dass einfach ein bisschen Abwechslung drin ist. Und da Hanne steht schon wieder einer. Jetzt nehme ich. Gut, dann wäre der Hanne, glaube ich, jetzt mal Großteil beblumt. Wo natürlich auch noch was fehlt, ist vorne in Richtung Spawn, wenn man da entlang läuft. Da, an den kleinen Häuschen, da gibt's auch noch ein paar Stellen, wo was fehlt. Und der Hanne auch von oben.
Aua. Ach, Kamerad. So, jetzt aber. Das machen wir jetzt noch schön. Da immer, okay. Dann können wir da unten bleiben. Zack, zack. Setzen wir mal die da. Holen wir ein Gelb, da haben wir noch in der Nähe gar kein Gelbe. Dann nehmen wir da noch die. Und dann war's das. Blumenmäßig erstmal. Bisschen Hunger habe ich noch. Ja, auf jeden Fall haben wir dann mal das abgearbeitet. Das ist auch schon mal Erleichterung. Kann ich mal aus meinem Gedankenkalender streichen. Ha, da fehlt noch was. Egal, das mache ich dann. Nur in Eigenregie. Was in der nächsten Folge dann angegangen wird, ist der Hanne schon leicht vorbereitet worden. Bleibst du weg? Heieiei. Der Hanne entsteht in der nächsten Folge was. Lasst euch überraschen, was das sein wird. Man kann es vielleicht schon erahnen. Ich habe es ja irgendwann schon vor viele Folgen mal gesagt. Aber ihr werdet es dann sehen. Ich hoffe, dass ihr wieder dabei sind und da fleißig am Zugucken sind, was denn der Hanne baut wird. Und bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit. Macht's gut und tschüss.